Welcome back to another German food review, and it's KFC time. Yeah. Mr. Sanders, okay, and what is it? Yeah, as you can see here, you can already see the name. It's a yummy twister, so it's not a burger. Let's check it out. Nothing more inside. No napkins. Ah, okay. No, I'm wrong. 3 napkins, good. And the bill, nice. Aha, interesting, what's this? Okay, maybe. Okay, yeah, price for the yummy twister is €3.99. And yeah, what is a yummy twister? It's the first time for me, so I don't know what it is, but it should look like this here. Yeah, it's a wrap filled with chicken and vegetables. And yummy sauce. Okay, tasty yummy sauce. Calories 400, so it's not that high. Yeah. And a lot of protein. Nice. Okay, yeah. Let's see how this thing works. Okay. So good. Okay. Looks like just a standard paper. Mm. Yeah, on the picture it looks more fancy than this here. And I need a thumbnail very quick, so let's do it very quick and then. No, I don't know. Okay. Tortilla or wrap, I don't know the proper name for this. But it's a little bit crunchy, not that soft. And then this is chicken, I guess, and lettuce. Yeah, let me bite in it right here. Okay, the sauce is yummy. And the chicken is yummy, but where's the rest? There should be a few vegetables on it. Okay, there's tomato and crappy lettuce. Yum. Let me bite it again. Yeah, this is not soft enough for me. Look at this. But the taste is okay. The chicken is very nice. And yeah, the vegetables could be more vegetables, but they are fresh. And the sauce is yummy. Yeah. Oh. Yeah, the chicken is really nice. Very nice chicken flavor. And as you can see, there's no coating on it. Okay. Yeah, it's okay, but for €4 I would choose 2 double crunch. Okay, the sauce is a little bit sour, but yeah, it's quite tasty, but hard to describe. A little bit sour, yeah. I don't know. And a little bit creamy, but it's not mayo. Yeah, but the chicken here is super good. Yeah. But this bread here, this is too stiff for me. Look at this. Should be softer. But overall, it's okay for €4. But not a lot of calories, just 400. Yeah. So, thumbs up for this one. For the yummy twister. Yeah, do you know this yummy twister here? Okay. Yeah, thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt hier etwas von KFC. Hier. Und zwar einen yummy twister. Okay, sag uns deine Meinung. Und dann bekommt man 4 Filets für nur 1 Euro.
Yummy Twister, 3,99 €. So ist nicht so das günstigste. Aber KFC ist ja generell ein bisschen teurer, dafür schmeckt es aber meistens sehr gut. Und das hier ist ein Yummy Twister. So soll es aussehen, ja, alles klar. Und der hat nur 400 Kalorien, ja nur, das ist nicht so viel für so ein Essen. Und ja, und das Yummy Sauce drauf, was auch immer das ist. Aber schmeckt ganz gut. Okay, leider sieht es nicht ganz so aus wie auf dem Bild. Das Chicken sieht sehr gut aus, aber der Rest ist irgendwie ein bisschen mager. Irgendwie könnte ruhig ein bisschen mehr Salat drin sein oder so. Weiß ich nicht. Dann dieses Tortilla oder Wrap oder wie man das nennen will. Das ist mir ein bisschen zu fest oder kross. Ja, es sollte weicher sein. Aber es ist jetzt nicht zu extrem, kann man schon essen. Und dann ist hier noch drauf so ein Chicken. Das schmeckt sehr lecker. Tomaten und Salat und die Soße, das ist, glaube ich, alles. Ja, genau hier. Also, das Hähnchen hier ist hervorragend. Da gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Das ist echt spitze, das schmeckt lecker. Ist nicht sehr weich, es fällt nicht auseinander. Da kann man richtig drauf beißen und dann schmeckt es auch gut. Dieses Wrap hier ist, ja, also ich bin Dürüm Fladenbrote gewöhnt und die sind besser als das hier. Das ist irgendwie nicht so schön weich, wie ich das gern haben würde. Ja, der Salat, der nervt ein bisschen, die Tomaten sind frisch und das war's. Die Soße ist auch noch ganz lecker. Ja. Ja, für den Preis würde ich lieber zwei Double Crunch nehmen. Kostet nur 2 €. Hat allerdings mehr Kalorien, wenn man, das hat ja nur 400 Kalorien und wenn man darauf achten muss und trotzdem ein schönes Chicken echt essen möchte, dann kann man das hier schon ruhig nehmen. Ist jetzt nicht so super schlecht, aber es könnte besser sein. Ja. Aber an dem Chicken hier gibt es nichts auszusetzen, das ist sehr lecker. Da ist die Yummy Sauce. Ja, die schmeckt irgendwie ein bisschen säuerlich, aber ist nicht Mayo, ist ein bisschen cremig. Ich weiß nicht, ist eher so ein Dressing anstatt eine Soße, sollte ein bisschen dicker sein. Wie ihr seht, ist die ganz schön dünn. Ja. Jetzt fällt es mir auf, schmeckt ein bisschen nach Senf und säuerlich. Ja, aber die schmeckt schon ganz lecker, ist wirklich yummy. Die Soße und das Chicken sind gut. Der Rest, den könnte man verbessern. Aber insgesamt bekommt es schon einen Daumen nach oben. Ja, wie gesagt, muss ich jeder selber überlegen. Aber das kann man schon essen, schmeckt schon ganz lecker. Alles klar. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.